Okay, ich begrüße euch alle. Versteht sie mich hinten in der letzten Reihe auch? Also funktioniert der Lautsprecher? Sehr gut, danke. Mein Vortrag heute lautet OwnCloud im Eigenheim. Mein Name ist Bernhard Rummer. Wer mich kennt oder wer schon einmal bei anderen Vorträgen von mir war, weiß, was auf der nächsten Folie kommt. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Ich habe seinerzeit auf der TU Telematik studiert und bin seit 2000 bei der Infonova. Wir haben heuer auch einen Firmenstand vorne. Ich sage es gleich vorweg, ich muss dann relativ zügig wieder zurück zum Firmenstand. Also falls jemand Fragen hat oder ich nicht alle Fragen dann beantworten kann, sofern welche sind, bitte einfach beim Infonova-Stand vorbeikommen. Dann haben wir genug Zeit dort. Kurz Inhaltsverzeichnis, um was geht es jetzt? Die Motivation, was hat es mit diesen Cloud-Dings überhaupt auf sich? Ganz grob natürlich nur, weil das Thema ist natürlich viel komplexer, als ich es da jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde zeigen kann. Konkret geht es dann um OwnCloud, wie installiert man das, wie kann man Thunderbird bzw. Contact, also Thunderbird kennt vielleicht jeder, Contact ist dann die PIM-Suite vom KDE dazu anbinden. Dann ein paar Informationen, wie man das gleiche mit einem Android-Handy machen kann. Dann kurz, wie ich das zu Hause mache, warum ich eigentlich überhaupt zu OwnCloud gekommen bin, wie ich damit angefangen habe und wie der aktuelle Stand ausschaut. Ein paar Worte über Security kann ich natürlich auch nur oberflächlich ankratzen und Questions und Answers am Schluss. Ja, zur Motivation. Also ich werde jetzt nur einen Teilaspekt betrachten und zwar ganz konkret Adressbuch, Kalender, und vielleicht noch Fotos und Dateien, aber der Hauptfokus ist natürlich Adressbuch und Kalendereinträge. Was will man? Man hat üblicherweise ein oder zwei Smartphones, Tablets, was auch immer, einen Standrechner, einen Laptop. Und es wäre doch nett, wenn man jetzt Kalendereinträge oder Adressbücher halt natürlich zwischen diesen Geräten teilen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das geht ja eh mit über irgendeine Cloud deiner Wahl, also ob es jetzt Azure von Microsoft ist oder Google Plus oder was auch immer. Aber komme ich gleich zum Motto der diesjährigen Linux-Tage. Niemand hat die Absicht, eure Daten zu klauen. Stimmt, weil wenn du jetzt mit Sie jetzt die Cloud-Provider meinst, sie brauchen deine Daten ja auch gar nicht klauen, weil du gibst sie ihnen ja freiwillig. Ne? Wenn man das nicht will, oder das Problem dabei ist jetzt prinzipiell einmal, alles, was ich hergegeben habe an irgendeine öffentliche, nennen wir es Cloud-Provider, hast du eigentlich keinerlei Kontrolle über die Daten mehr. Und es geht jetzt unbedingt um Geheimdienste oder Regierungen, böse Regierungen, gute Regierungen, was auch immer, die jetzt auf die Daten halt großflächig abschnorcheln, wie wir es seit Snowden wissen. Es geht eigentlich auch darum, dass jetzt der Provider natürlich auch deine Daten nimmt, um daraus Geld zu generieren, was auch vielleicht ein nicht so bekannter Aspekt ist. Stichwort zielgerichtete Werbung und so weiter, und du lieferst die Daten dafür und du bekommst eigentlich dafür nichts, ne? Außer halt das Service, das sie dir anbieten. Und du hast noch ein Problem, wenn du jetzt Konsument von einem Service bist, hat natürlich der Cloud-Provider das ultimative, ich nenne es einmal Druckmittel in der Hand, in dem sie dir jederzeit deinen Account sperren können und damit deine Daten nicht mehr zugreifbar sind. Deswegen ist jetzt meine Aussage, eigentlich will man das vielleicht gar nicht, wenn man darüber nachdenkt, aber was kann man jetzt konkret dagegen tun? Ja, was nicht so cool ist, dass man wieder zurück in die analoge Zeit wechselt, also dass man halt ein FileFX statt ein Smartphone verwendet, kann man machen, aber natürlich ist das jetzt nicht ganz zielführend, weil man hat ja Technologie, die einem helfen soll und die man natürlich sinnvoll verwenden können soll. Das nächstbeste oder das drittnächstbeste, wie auch immer, ist, dass man sagt, okay, dann betreibe ich halt das Cloud-Service selbst. Auf meinem Standrechner, auf einem Router, den ich da herumliegen habe, was auch immer. Beispiel dafür ist jetzt OwnCloud. Also warum ich jetzt selber gerade OwnCloud genommen habe, ist, weil ich selbst auf der Suche war, okay, ich habe jetzt so ein Smartphone, ich habe ein Tablet und ich wollte genau das, was ich vorher gesagt habe, machen und war dann eben auf der Suche, wie kann ich das jetzt machen, wie kann ich das jetzt so gestalten, dass die Daten physikalisch wirklich bei mir liegen. Und OwnCloud war praktisch das Erste, was ich gefunden habe. Es gibt sicher noch weitere
Softwareprodukte, aber da habe ich mich selbst jetzt nicht beschäftigt, deswegen kann ich jetzt nicht allzu viel dann zu Alternativen dazu sagen. Und was ich jetzt im Zuge des Vortrags rüberbringen möchte, ist, dass das jetzt zwar kompliziert klingt, aber eigentlich ist gar nicht so viel dahinter. Also man hat relativ schnell so eine OnCloud-Installation am Laufen und mit den Programmen deiner Wahl, also Smartphones oder Thunderbird Contact, auch relativ schnell synchronisiert. Das möchte ich zeigen. Dazu habe ich ein VirtualBox-Image vorbereitet. Es basiert auf Debian Jesse, es ist Apache, PHP, MySQL drauf, die üblichen drei Verdächtigen. OnCloud 9 werden wir dann installieren. Es ist dann ein Port Forwarding eingerichtet im Image, dass man halt über SSH und natürlich dann auf dem Apache sich drauf connecten kann von außen oder in dem Fall jetzt von meinem Laptop in die VirtualBox hinein. Und als Einfachheit halber habe ich jetzt das Passwort für alles 123 gesetzt. Und wenn ihr bei den Schulungsunterlagen schaut, ich habe das VirtualBox-Image auch als Link angehängt. Falls sich jetzt wer fragt, warum das bei Google Drive liegt, ja, weil da ist jetzt nichts großartiges Geheimes drinnen. Also das ist ja nur ein normales Debian. Ihr könnt im Prinzip auch hergehen und das alles vom Scratch selbst probieren, wenn ihr wollt. Oder ihr nehmt halt das Image, das ich da jetzt zur Verfügung gestellt habe. Wer paranoid ist, kann es dann auch über USB-Stick holen. Wer jetzt das nicht von Google Drive runterladen möchte. Jedenfalls, um es ein bisschen einfacher zu machen und auch, dass ich für die Präsentation und für die Demo ein paar Sicherheitspunkte habe, habe ich ein paar Snapshots in diesem VirtualBox-Image gemacht. Das eine ist ein Zustand unmittelbar, nachdem das Debian installiert ist. Da habe ich noch nichts weiter gemacht. Das zweite ist, wo dann MySQL installiert ist und auch bereits für OnCloud vorbereitet ist. Das dritte ist, wo OnCloud selbst installiert ist. Und das vierte nachher ist, wo auch ein Beispiel-User angelegt ist, den man dann verwenden kann. Ich hätte gesagt, machen wir gleich in den praktischen Teil. Also das da ist jetzt die VirtualBox-Image, die ich habe, die anderen zwei bitte ignorieren. Da sind jetzt diese vier Snapshots, die ich erwähnt habe und ich hätte gesagt, probieren wir es einfach mal von ganz vorne. Also frisch, wie wenn halt ein Debian frisch installiert ist. Dann, das Fenster ist da, aber ich werde das dann weglegen und mich mit SSH drauf connecten. Genau, und läuft schon. Passwort ist 123, wie gesagt. Dann, als erstes haben wir gesagt, wir wollen eine Datenbank installieren. Also OnCloud empfiehlt halt MySQL als Datenbank im Hintergrund. Das machen wir, das Root-Passwort ist ebenfalls 123. Dann, was ihr jetzt nicht seht, ist, ich habe da unten einen Schummelzettel vorbereitet, wo ich mir die Kommandos gleich rauskopieren kann, aber das steht alles in den Folien drinnen, also braucht jetzt niemand mitschreiben. Also das Erste, was man macht, ist einmal MySQL selbst zu installieren. Ja, kann man, glaube ich, gut lesen. Oder ich mache es ein bisschen größer vielleicht, ja. Ist das groß genug, die Schrift, für die hinteren Reihen? Passt sehr gut. Ah ja, okay. Das hatte ich vergessen. Ich habe das ja von CD installiert. Das heißt, da ist jetzt natürlich noch immer eingetragen, dass er von CD quasi die Pakete sucht. Das muss ich jetzt rausnehmen, damit er wirklich übers Netz geht. Ich habe die CD jetzt gerade nicht bei der Hand. Dann sagt er, okay, MySQL Server ist quasi das Paket, das ich installiere. Die Dependencies kommen mit, dann Passwort, der Einfachheit halber nehme ich wieder 123. Dann rumpelt es eine Zeit lang und dann ist prinzipiell die MySQL-Datenbank einmal installiert. Es waren jetzt genau ein Kommando und zwei Handgriffe, also nicht wirklich viel Kompliziertes dabei. Es geht dann noch weiter. So. Passt. Das nächste ist, habe ich jetzt nicht erfunden, sondern es steht auch in der OnCloud-Dokumentation drinnen, man muss jetzt in der MySQL quasi eine Datenbank einrichten und einen User einrichten, den später die OnCloud-Applikation verwenden wird. Das heißt, ich logge mich einmal als Root auf der MySQL ein, dann gibt es drei Kommandos. Das eine ist, ich lege einen OnCloud-User im MySQL selbst an, wieder mit dem 123 als Passwort. Fertig. Dann sage ich, ich will eine Datenbank haben, die den Namen OnCloud hat. Also prinzipiell kann man es irgendwie nennen, aber es ist halt
naheliegend, dass man es gleich so benennt, dass man weiß, was drinnen ist. Und das Dritte, was eben in der OnCloud-Dokumentation steht, die muss ein bisschen kleiner. Das ist dann ein magisches Statement, mit dem man sagt, dass der OnCloud-User in dieser OnCloud-Datenbank, die ich gerade vorher angelegt habe, im Prinzip alles machen darf. Also sprich Tabellen anlegen, Daten reinschreiben, wieder rauslöschen, was auch immer. Das war's. Mit Quit kann ich wieder aussteigen. Wird kurz mit den Folien synken. Genau, da steht es in den Folien noch einmal drinnen. Dann, jetzt habe ich mal meine Datenbank, super, aber das alleine reicht noch nicht. Und zwar will ich jetzt als nächstes OnCloud installieren. Da habe ich mich jetzt auch an die Dokumentation gehalten, die bei der OnCloud-Dokumentation halt einsehbar ist. In meinem Fall ist es jetzt eine Installation für Debian und da wird eben empfohlen, dass man die Debian-Pakete nimmt, die von OnCloud selbst angeboten werden. Dazu braucht man als erstes den Public Key, mit dem diese Pakete signiert sind. Wie gesagt, diese Kommandos habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das steht alles in der Dokumentation. Dann gibt es einen Befehl, mit dem man diesen Key jetzt reinnimmt und in das APT-Package-Management reinverfrachtet, dass man dann in weiterer Folge halt diese Pakete, die dann mit diesem Schlüssel signiert sind, runterladen kann und dass sie nicht richtig signiert sind. Das nächste schaut ein bisschen kryptisch aus, aber da geht es eigentlich nur darum, so wie ich vorher jetzt die Installation von CD-ROM abgestellt habe, sage ich da jetzt mit dieser Zeile, dass ich von OnCloud eben in ein bestimmtes Verzeichnis gehen will und von dort mir die Debian-Pakete besorgen will. Als nächstes sage ich, hast du die Hand gehoben? Hast du die Hand gehoben oder hat es nur so ausgehört? Okay, passt. Also wie gesagt, wer eine Frage hat, kann auch gerne auf den Tisch klopfen oder so. Aber prinzipiell wäre es mir lieber, wenn wir es am Ende dann geblockt machen. Gut, jetzt ist die Paketliste aktualisiert. Als nächstes installiert man OnCloud, apt-get install OnCloud. Dann netterweise kommen alle Dependencies gleich mit, also alles, was PHP betrifft und was man halt so braucht, oder was das OnCloud halt so braucht, kommt automatisch mit. Dann rumpelt es wieder eine Minute und danach war eigentlich die Installation schon einmal fertig, oder ist die Installation schon einmal fertig, prinzipiell. So, warten wir das noch ab. Okay, jetzt haben wir es dann bald. Gut, das heißt, jetzt ist prinzipiell einmal von der Software her alles installiert. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch die VirtualBox abschalten, am nächsten Tag wieder einschalten und es läuft dann alles gleich automatisch oder wird halt beim Hochfahren der VirtualBox automatisch gestartet. So, wieder zurück zu den Folien. Ist das OnCloud natürlich, bietet auch eine Web-Oberfläche an. Jetzt ist nur die Frage, ob die Bildschirmauflösung reicht, weil mein Laptop der Meinung ist, dass der Beamer nur 640x480 kann. Jetzt ist die Frage, ob das reicht, und sonst zeige ich einfach Screenshots her, die ich. Was ist das? Ja, ich probiere es einfach einmal. Also die URL ist Localhost, weil es eben auf meinem Rechner alles läuft. 8080 deswegen, weil ich in der VirtualBox ein Port Forwarding eingerichtet habe. Das heißt, damit komme ich auf den Apache auf Port 80 in der VirtualBox und /OnCloud ist eben der Standardpfad, wo sich das installiert. Gut, das brauche ich nicht.
Ja, ich glaube, man kommt da ein bisschen weiter. Kommt eine schöne Login-Seite. Das Erste, was man machen muss, ist einen sogenannten Administrations- oder Admin-Account anlegen. Machen wir das gleich, also wieder mit Passwort 123 wie gehabt. In dem Fall sagt er auch, dass er schwach ist. Ja, weiß ich, aber es ist jetzt nur zu Demo-Zwecken. Weiter unten, genau, da etwas leicht versteckt, gibt es einen Link Storage und Database, wo man draufklicken kann. Dann kann man sagen, wo soll OwnCloud jetzt die eigenen Daten ablegen, die halt OwnCloud selbst braucht. Und wenn wir eine Datenbank haben, wie in unserem Fall, kann ich da jetzt sagen, okay, ich möchte MySQL verwenden. Und dann muss man dort die Zugangsdaten angeben von der OwnCloud-Datenbank, die wir gerade vor ein paar Minuten angelegt haben. Das heißt, der User ist OwnCloud, das Passwort ist 123, Database Name ist auch OwnCloud, der Host ist Localhost, dann Passwortmanager ist mir egal. Dann rumpelt es wieder eine Zeit lang und was da jetzt im Hintergrund macht, ist, dass er jetzt in der Datenbank des OwnCloud jetzt sich selbst einmal alle Tabellen und alle Grunddaten einmal anlegt, die es halt so braucht. Und den Admin-User, so eine Art ja, Werbebanner, aber da kommt man dann halt zu Informationen, eben wie man zu der OwnCloud-App, die man für Android dann besorgen kann. Ich klicke das einmal weg. Jedenfalls so schaut die Einstiegsseite aus, wenn man sich dann in dem Fall jetzt als Admin-User eingeloggt hat. Zwei wichtige Punkte sind eben da links oben und rechts oben. Ich fange einmal da rechts oben an. Ich kann jetzt natürlich meine persönlichen Details da eintragen, wenn ich es möchte. Ich kann User anlegen, was wir da gleich als nächstes machen werden. Den Admin-Punkt zeige ich noch kurz her. Was da ganz nett ist, dass die OwnCloud dir dann selber anzeigt, gewisse Probleme oder sagen wir nicht Probleme oder Dinge, die du halt besser machen solltest oder umkonfigurieren solltest, damit der Betrieb stabiler ist, sicherer ist, was auch immer. Also in dem Fall schlägt er dir vor, du mögest doch bitte HTTPS verwenden, weil es vor allem, wenn man jetzt OwnCloud jetzt Richtung Public Internet betreiben will, komme ich am Schluss noch kurz zu sprechen, ist das auf jeden Fall ein Must-Have. Und dann ein paar andere Punkte, was man halt noch feintunen kann, damit OwnCloud an sich besser funktioniert. In anderen Fällen, was ich schon gesehen habe, jetzt auf meinem alten Router ist, dass er zum Beispiel anzeigt, wenn die PHP-Version zu alt ist und dass man als Hinweis halt nimmt, dass man das halt bitte updaten soll. Eben wieder aus Sicherheitsgründen, weil halt vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken in alten PHP-Versionen existieren, die potenziell ausgenutzt werden könnten. Jedenfalls das Erste, was wir machen, ist, wir legen einen User an. Ihr kennt das eh, also genauso wenig, wie man als Root-User unter einem Linux-System arbeiten soll, also für Normalbetrieb arbeiten soll, so ist es bei OwnCloud auch. Also man soll nicht alles mit einem Admin-User machen, sondern man soll sich prinzipiell einen eigenen User dafür anlegen. Ich nenne ihn jetzt einfach einmal User, wieder mit Passwort 123. Und ich kann natürlich beliebig viele User anlegen, das heißt, es ist natürlich auch für, ich sage mal, Wohngemeinschaften und auch Richtung kleine, mittelständige Unternehmen sogar durchaus eine Lösung, die man sich überlegen kann, wenn man jetzt eine kleine Firma hat oder selbstständig ist und man möchte halt zwischen den Mitarbeitern Kontakte oder Kalenderdaten austauschen, kann man prinzipiell alles machen. Man muss sich dann halt natürlich ein bisschen damit beschäftigen, wie man es dann also wie man dann halt dann die Kalender und so weiter so organisiert, dass das dann auch Sinn macht für den jeweiligen Anwendungsfall. Ich belasse es jetzt da mal beim User. So, dann da drüben habe ich vorher kurz angewähnt, da kann man dann verschiedene sogenannte OwnCloud-Apps halt über die Web-Oberfläche abrufen. Initial ist jetzt nicht so viel drinnen, also ich kann mir halt meine gescherten Dateien anschauen, da sind jetzt nur ein paar Beispiele drinnen. Galerie ist dann quasi so eine Art Fotogalerie, die man sich anschauen kann, wo halt jetzt initial so ein paar Standard-Demo-Bilder drinnen sind. Aber jetzt fragt man sich natürlich, okay, wo sind jetzt Kalender, Adressbuch und so weiter. Die Lösung verbirgt sich hinter dem Plus-Icon, das muss man sich erst dazu installieren. Das ist, man könnte sagen, wie eine App oder ein Plugin, das jetzt nicht standardmäßig dabei ist, aber das man sich dann einfach nachladen kann. Es versteckt sich dann da unter dem Menüpunkt Productivity. Dann zeigt er im Prinzip verschiedene Applikationen an, was man halt alles noch installieren kann. Wie gesagt, du kannst dann gerne selber mal schauen, da sind durchaus interessante Sachen dabei, die der eine oder andere vielleicht brauchen kann. Mein Fokus ist jetzt natürlich, wie ich vorher gesagt habe, Kalender und Adressbuch. Das heißt, ich installiere mal die Kalender-Applikation, dann lädt er sich das
on the fly gleich runter und installiert es rein. Dauert ein bisschen und während es rennt, mache ich das gleiche mit den Kontakten. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Genau. Am Ende, wenn sie installiert sind, voilà, man hat da zwei neue Punkte zur Auswahl. Ich mache es einmal kurz auf. Kalender ist jetzt, wie man sich erwarten kann, eben eine Web-Oberfläche für eine simple Kalenderansicht, wo man dann halt einen Kalender anlegen kann oder halt sich damit spielen kann. Das gleiche gilt für Kontakte, hat man auch eine einfache Web-Oberfläche, wo man dann, also wenn man es jetzt nicht auf dem Laptop oder am Handy halt macht, kann man theoretisch über die Web-Oberfläche dann auch seine Daten eintragen oder anschauen. Aber es ist halt ein bisschen hatscher, also es ist oft die, ich sage mal, mit Thunderbird oder Contact oder mit einem Smartphone ist es üblicherweise einfacher, jetzt solche Dinge, solche Einträge anzulegen, als über die Web-Oberfläche, ist halt meine Meinung. So, ich hätte gesagt, ich breche da jetzt einmal ab. Sondern was ich jetzt eigentlich machen wollte, ich logge mich als User an, den ich vorher angelegt habe. Weil, wie ich vorher gesagt habe, mit einem Admin-User soll man eigentlich jetzt nicht arbeiten, deswegen logge ich mich jetzt als User ein, habe dort eben meine gleichen Apps zur Verfügung. Und dann hätte ich gesagt, probieren wir es einfach einmal. Ich lege jetzt einfach einmal einen Kontakt an mit Name, Telefonnummer, also ich tippe jetzt natürlich irgendwas ein, E-Mail-Adresse, egal, und das war's dann schon. Also es gibt da jetzt keinen eigenen Save-Button, sondern das speichert er gleich automatisch. Das gleiche können wir mit dem Kalender machen. Das ist so, heute ist Samstag, das heißt wir legen für heute um, ja was nehmen wir, sagen wir 3 Uhr am Nachmittag, legen wir einen Testtermin an. So. Jetzt ist der erste Reinfaller, man sieht da jetzt nirgends was und das liegt daran, dass man den Kalender erst aktivieren muss. Das heißt, wenn man da aufklappt, hat man eben die Kalender, die das System jetzt für deinen User gespeichert hat, werden da angezeigt. Aber, genau, jetzt sieht man es, und wenn der Kalender eben selbst nicht aktiviert ist, nicht, dann sieht man ihn nicht in der Kalenderübersicht. Das ist so ein Reinfaller, der dann auch bei Contact und Thunderbird ist, also man sieht dann die Einträge nur, wenn du den Kalender auch wirklich aktivierst. Contact Birthdays, das ist so eine Art Meta-Kalender, der einfach automatisch mitgeneriert wird. Das heißt, wenn du Kontakte hast und dein Geburtsdatum hinterlegst, dann tut er die automatisch in diesen Birthday-Kalender rein, dass man die halt auch gleich bei der Hand hat sozusagen. So, das heißt, die Tour durch die Web-Oberfläche ist jetzt soweit einmal. Aber ich würde da jetzt gerne beenden, da sind noch einmal das gleiche als Screenshots. Dann kommen wir zu Thunderbird als erstes Beispiel. Was braucht man dafür? Dummerweise ist es so, dass Thunderbird sich von selbst oder out of the box sozusagen nicht automatisch gegen OnCloud verbinden kann. Es gibt aber zwei Extensions, die man einfach dazu installieren kann. Das eine nennt sich Lightning Kalender. Das zweite nennt sich Inversogo Connector, das ist für die Kontakte. Wenn man auf Debian unterwegs ist, so wie ich, sind das einfach zwei Pakete, die man sich gleich nachinstallieren kann. Nur bei Debian ist es halt noch so, dass die halt anders heißen. Also Thunderbird heißt IceDAV und Lightning heißt IceAll. Aber das sind jedenfalls die zwei Pakete, die man halt nachinstallieren kann, damit das gleich eingerichtet ist. Dann, ich probiere es einmal aus, aber es kann nicht sein, dass die Auflösung zu grob ist, dass man es nicht wirklich sieht. Schwierig. Ich glaube, ich werde die Screenshots herzeigen, das ist, glaube ich, einfacher. Ja. Jedenfalls, so schaut prinzipiell das IceDAV auf oder der Thunderbird aus, wenn man ihn startet. Einen neuen Kalender macht man, da in der Mitte ist ein großer Link, der
der sehr präsent ist, da kann man draufklicken, dann kann man sagen, okay, ich möchte einen neuen Kalender anlegen. In unserem Fall, obwohl es jetzt zwar lokal auf meinem Rechner in der Virtual Box ist, ist es trotzdem ein netzwerkbasierter Kalender. Das heißt, man nimmt on the network. Dann als Protokoll, was man verwendet, ist CalDAV. Das ist eben gleich oder ähnlich wie CardDAV. Das sind eben die Protokolle, die OnCloud verwendet, damit externe Applikationen, also wie zum Beispiel ein Smartphone oder wie dann Thunderbird halt dann die Synchronisation damit abwickelt. Da unten gibt man dann die URL ein, vielleicht noch, wie man zu der URL kommt, also entweder Doku lesen oder es gibt da drinnen leicht versteckt die Möglichkeit, dass man jetzt von einem Kalender, also den Link, den man braucht, einfach abrufen kann. Genauso gibt es da unten einen Button, den man aufklappen kann, wo man dann zum Beispiel für iOS oder OS X die richtige URL rausbekommt. Das heißt, die kopiert man einfach und gibt es halt irgendwo im Apple ein und dann soll es angeblich funktionieren. Kann ich nicht überprüfen, ich habe kein Apple. Jedenfalls zum Thema, um auf den Thunderbird zurückzukommen, um es kurz zu machen, sowohl diese URL als auch die URL von oben funktionieren nicht. Oder seit OnCloud 9 nicht mehr. Da hat sich irgendwas verändert. Jedenfalls, was ich da eingegeben habe, das steht dann auch auf den Folien weiter hinten noch einmal genauer, ist eine URL direkt zum Default-Kalender. Nur mit der funktioniert das dummerweise. Ja. Ja, mag sein, aber es hat. Okay, passt ja. Also das funktioniert dann unbedingt gleich, aber wenn man es ein bisschen spielt, entweder hast du Glück wie du, dann findet er alles. Ich glaube, bei mir, ich selbst habe noch OnCloud 8 bei mir installiert, also da funktioniert der Link so, wie er in der Weboberfläche angezeigt wird, nur bei OnCloud 9, bei der neuen Version hat sich irgendwas verändert in der Richtung offensichtlich. Das heißt, im schlimmsten Fall muss man sie spielen oder halt in der Doku noch einmal genauer nachlesen, aber das, was ich da jetzt vorbereitet habe, funktioniert auf jeden Fall. Dann, man gibt einen Namen für den Kalender an, gibt ihm eine Farbe und das war's dann schon. Dann fragt er nach Username, Passwort. In dem Fall ist jetzt natürlich dieser OnCloud-User gemeint und nicht der Shell-User, den man auf dem System hat natürlich. Also User und 123, wie wir es vorher angelegt haben. Und dann ist der Kalender prinzipiell da. Dann gibt es im Thunderbird da oben so ein Icon, mit der dann eben diese Kalenderansicht aufgemacht werden kann. Und da ist jetzt wieder diese Checkbox, die ich vorher erwähnt habe. Also falls die abgehackt sein sollte, dann ist es so, dass du dann die Kalender nicht siehst. Und falls du dich dann fragst, ja, okay, super, die URL stimmt, alles stimmt, die Username, Passwort stimmt, wo sind die Kalendereinträge, einfach da noch einmal schauen, ob es auch wirklich aktiviert ist. Ist so ein Reinfaller, den man leicht übersieht. Und was dann funktioniert ist, ich kann dann sowohl im Thunderbird halt Kalendereinträge machen, die dann entweder automatisch oder wenn man halt explizit sagt, er soll synchronisieren, mit der OnCloud synchronisiert werden. Oder genauso, wenn über irgendeinen anderen Kanal auf der OnCloud was landet, landet das natürlich in weiterer Folge auch im Thunderbird und man hat die Synchronisation damit gewährleistet. Man kann dann irgendwo bei den Details einstellen, ob das dann automatisch passieren soll oder nur, also zeitgetriggert, alle Viertelstunde oder so, oder nur manuell. Das kann man sich dann auch meistens einrichten, wie man es gern hätte. Da ist es noch einmal zusammengefasst. Also das sind die beiden URLs, die quasi von der Weboberfläche angeboten werden. So wie sie da stehen, funktionieren sie dummerweise im Thunderbird nicht. Ich habe dann unten einfach die letzte URL genommen, mit der geht's. Und die Namenskonvention ist quasi, des User ist quasi der Name des Users, das ich haben möchte und dahinter der Name des Kalenders. Also falls ich mehrere Kalender habe, kann ich die halt mit mehreren URLs einfach reinholen. Theoretisch, wie du vorher gesagt hast, nicht, ist es so gedacht, dass ich eigentlich nur einen Präfix reingebe und der dann automatisch erkennt, welche Kalender sich dahinter verbergen. Also wie hast du gesagt, hinten einfach nur bei Remote-PHP aufhören, gell? Okay, also entweder muss man sie jetzt spielen oder ausprobieren, aber man kommt so oder so zum Ziel, auf das wollte ich eigentlich raus, ja. Gut, dann mit Adressbuch ist es ähnlich, also wenn dieser Sogo-Connector installiert ist, also da oben gibt es den Button, um aufs Adressbuch zu kommen, dann gibt es ein eigenes Fenster. Das, was da angezeigt wird, sind quasi nur die lokalen Adressbücher, die wollen wir jetzt eigentlich nicht verwenden, sondern was ich will, ist, ich will einen neuen
das Remote-Adressbuch anlegen. Das ist ein Menüpunkt, der erst dann sichtbar ist, wenn man eben diesen Connector installiert hat. Also wenn man das nicht gemacht hat, dann gibt es diesen Menüpunkt nicht. Und falls man sich dann fragt, wo das jetzt ist, dann hast du einfach nur diese Extension vergessen. Dann, wie schon vorher, man muss halt das Gleiche wieder eintippen, also wie das Adressbuch heißen soll und die URL, wie man zu dem Adressbuch hinkommt. In dem Fall habe ich jetzt wieder so gemacht, dass ich die komplette URL hingeschrieben habe, also auch die Contacts-App, die man auf der Web-Oberfläche schauen kann, da kann man auch wieder so einen Link abrufen, mit dem man dann direkt auf das Adressbuch hinkommt. Da funktioniert das, nicht? Also ohne Veränderung. Wie das mit mehreren Adressbüchern funktioniert, also kann man sich wahrscheinlich auch wieder spielen, indem man hinten Teile weglässt, dass er dann automatisch versucht zu erkennen. Da habe ich jetzt, muss ich gestehen, jetzt nicht wirklich viel herumprobiert. Also mit Contact habe ich gesehen, funktioniert das besser. Also da ist Thunderbird irgendwie, also es geht, aber man muss da halt ein bisschen mehr nachhelfen. Dann, wenn es eingerichtet ist, hat man da in der Mitte einen neuen Punkt, wo dann eben die OnCloud-Kontakte sichtbar sind. Also extra aktivieren muss man es jetzt glaube ich nicht, aber man hat dann auch jetzt die Adressbücher mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen und was auch immer synchronisiert. Ja, dann das gleiche mit dem Contact. Ich mache es jetzt auch über Screenshots, weil das auf 640x480 halt nicht wirklich lustig ist. Man braucht prinzipiell keine Add-ons, also zumindest bei den relativ neueren KDE-Versionen, sagen wir so. Und in Summe ist es auch ein bisschen einfacher, das Ganze einzurichten, als jetzt mit Thunderbird. Das heißt, wenn man das Contact startet, schaut es prinzipiell so oder so ähnlich aus. Man hat da dann eben die Buttons für Kalender und für die Kontakte. Machen wir es einmal mit Kalender. Das heißt, da gibt es auch jetzt den lokalen Kalender initial. Das heißt, wenn man da jetzt neue Einträge machen würde, sind die noch nicht auf der OnCloud natürlich, sondern nur lokal gespeichert. Was wir machen ist, rechte Tasten in dem Bereich, dann kann man sagen, ich möchte einen neuen Kalender anlegen. Dann fragt er, was hättest du gern für einen? Wir wollen einen DAF Groupware-Ressource haben. Also OnCloud ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine DAF-Ressource. Dann fragt der User ein Passwort, wissen wir schon, also gleich wie vorher mit User und 123. Da ist es jetzt besser wie bei Thunderbird, weil da gibt es eine Dropdown-Liste zur Auswahl, eben weil es eben verschiedene Produkte gibt, die man über CardDAF und CalDAF anbinden kann und OnCloud ist eben eine Auswahl davon, die man machen kann. Und das Nette dabei ist, dass man dann nur mehr den Hostnamen hinschreiben muss, dann den Pfad zu der URL, also wo halt das OnCloud installiert ist, dann halt optional mit SSL oder ohne SSL und unten, wie man sieht, ergeben sich dann die URLs automatisch, das heißt dieser Setup-Wizard, also dieser Setup-Assistent weiß automatisch halt, wie dann die Namenskonvention der URL sind, damit dann in weiterer Folge eine Verbindung zu den Kalender- und Kontaktressourcen aufgebaut werden kann. Dann gibt es noch so eine nette Test-Funktionalität dabei, das halt überprüft, ob das, was du eingegeben hast, auch wirklich funktioniert. Und da sieht man dann schon, also er sieht, dass es jetzt Kalender und Visitenkarten oder für Kontaktdaten quasi Ressourcen gibt, die man dann sich einfach reinholt. Genau, da kann man auch sagen, wie oft er synchronisieren soll. Und voilà, man hat jetzt da einen neuen Punkt mit OnCloud. Und wie ich vorher gesagt habe, initial ist das dummerweise abgeschaltet. Das heißt, man muss reingehen und wirklich das Hackerl setzen und erst dann sieht man die Kontakte. Nicht? Also falls ihr das dann zu Hause auch probiert und ihr wundert euch, was sind jetzt die ganzen Kalendereinträge, einfach schauen, ob es auch aktiviert ist. Dann die Kontakte, da ist das Nette jetzt, dass die gleich automatisch mitgekommen sind. Das heißt, auch da wieder gibt es einen OnCloud-Ordner, wo es das Default-Adressbuch gibt. Auch das muss man anhackeln und erst dann sieht man wirklich die Kontakte. Bei Android ist es prinzipiell so, dass es einerseits diese offizielle OnCloud-App gibt auf F-Droid bzw. auf dem Play Store. Allerdings ist die nur dafür jetzt geeignet, dass man Dateien bzw. Fotos uploaden kann. Also was damit nicht geht, ist Kalender- und Adressbuch-Synchronisation. Dafür gibt es aber eigene Dinge. Also initial, wie ich angefangen habe damit, habe ich den CalDAV-Sync-Adapter und das CardDAV-Sync-Free verwendet. Das heißt genauso, beides gibt es auf dem Play Store und das erste davon halt auch auf F-Droid, wenn man es lieber von dort beziehen möchte. Inzwischen bin ich bei DAV-Droid gelandet.
Das macht sowohl Kalender als auch Kontakte in einem sozusagen oder über ein Konto, das man sich auf dem Android einrichten kann. Und es gibt es halt sowohl auf F3 als auch Play zum Runterladen. Dann, wie ich vorher am Anfang schon angekündigt habe, kurz, wie es bei mir zu Hause ausschaut. Also initial war es so, dass auf meinem Stammrechner ich halt ein Apache, PHP, MySQL und die OnCloud-Installation gehabt habe. Kann man ja prinzipiell machen. Alternative ist natürlich auch, so wie ich es jetzt da vorbereitet habe, über die VirtualBox. Macht jetzt keinen allzu großen Unterschied. Dann jetzt für Thunderbird bzw. Kontakt war es natürlich nett, weil wenn der Rechner läuft, ist auch natürlich das OnCloud im Hintergrund vorhanden und kann damit synchronisieren. Beim Handy habe ich halt das Problem und Anführungszeichen gehabt, ich habe natürlich nur synchronisieren können, wenn ich daheim bin, im WLAN, dass ich unter Standrechner gelaufen ist, weil wenn der Standrechner nicht eingeschalten war, habe ich natürlich nicht synchronisieren können. War für mich am Anfang auch okay, also man kann es auch ruhig so betreiben, wenn man jetzt irgendwie Angst davor hat, dass man gleich irgendwas öffentlich betreiben möchte, also es geht im Prinzip so auch. Letztendlich habe ich mich dann doch entschlossen, ich verfrachte das Ganze auf meinen Router. Es ist eine Soigris-Box mit einer Harddisk drinnen, wo auch ein ganz normales Debian drauf läuft. Auf der Fritzbox, was das eigentliche Modem ist, ist einfach ein Port-Forwarding eingerichtet. Das heißt, alles, was reinkommt, wird automatisch auf die zweite Box weitergeleitet. Dort ist zurzeit noch ein Debian 7 drauf und OnCloud 8, weil ich noch keine Zeit gehabt habe, das abzudaten auf die letzten Versionen. Und bezüglich SSL habe ich auch den einfachen Weg einmal gemacht, dass ich mir einfach ein Self-Sign-Zertifikat mir gemacht habe. Ist dann nur einmalig halt der Zusatzaufwand, weil man halt auf dem Android-Phone oder beziehungsweise bei Thunderbird oder Contact halt einmal das Zertifikat halt einspielen muss als vertrauenswürdiges CA-Zertifikat, und damit er sich verbinden kann. Gibt es auch Dokumentation bei der OnCloud selbst dabei, und das ist jetzt auch etwas, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte und kann aus zeitlichen Gründen. Kurz über Security, also wichtigste offensichtlich ist natürlich, du solltest, vor allem wenn du jetzt OnCloud irgendwie öffentlich betreibst, natürlich einmal sichere Passwörter haben und natürlich auch User-Trennung haben, also nicht mit einem Admin-User alles machen, weil wenn man jetzt so schaut, was so an Brute-Force-Attacken im Netz herumkursiert, dann sind so typische User wie Admin, das wird gleich einmal probiert. Wenn du dann noch dazu ein unsicheres Passwort, so wie in meinem Fall 123 hast, kannst eigentlich davon ausgehen, dass das innerhalb von wenigen Wochen vielleicht oder Monaten, Wochen, wie auch immer, halt aufgemacht wird. Dann natürlich Updates einspielen. Also wenn man OnCloud auch auf einem eigenen Server betreibt, ist natürlich auch ein Must-Have, dass man auch immer wieder die Linux-Distribution an sich aktualisiert, Apache PHP aktualisiert, also sprich Security-Updates einspielen und OnCloud selbst natürlich auch, weil das entwickelt sich auch sicher auch weiter. Wenn Security-Issues gefunden werden, gibt es halt natürlich auch Bugfix-Versionen, die dann veröffentlicht werden. Sollte man, wenn so etwas passiert, natürlich auch einspielen, klar. Und natürlich, wenn man es öffentlich betreibt, unbedingt SSL verwenden. Das Mindeste, was man machen sollte, sind halt Self-Signed-Zertifikate. Alternativ kann man sie bei Let's Encrypt oder bei irgendwelchen anderen öffentlichen CAs halt sich ein Zertifikat besorgen, wenn man möchte. Aber Self-Signed tut es im Prinzip auch. Ja. Dann genau, also Admin und normale User einfach trennen, also nicht als Admin arbeiten, genauso wenig wie man als Root auf einer Linux-Box halt arbeiten sollte. Dann, was die OnCloud auch noch hat, ist, man kann über diesen Admin-Tab, den ich vorher kurz hergezeigt habe, auch sagen, dass alles, was OnCloud selber ablegt an Daten, prinzipiell verschlüsselt wird mit einem Benutzerpasswort. Kann man machen, aber ist jetzt nur dann ein Gewinn, wenn du irgendwie einen Angriffsvektor hast, dass vielleicht deine Harddisk irgendwie verloren geht oder gestohlen werden könnte, dass dann jemand, der das stiehlt, halt, wenn er dann direkt auf das Filesystem Zugriff hat, halt einfach nicht sieht, was da für Daten drinnen liegen. Kann muss sich halt jeder selbst entscheiden, ob man es dann braucht oder nicht. Dann eine Empfehlung ist, dass man das, was OnCloud selber als Daten speichert, außerhalb von WAR-WWW speichert. Also standardmäßig tut das in WAR-WWW OnCloud Data ablegen, und wenn dann der Apache falsch konfiguriert ist, dass er dieses Verzeichnis nach außen freigibt, kann natürlich jeder, der drauf kommt, die OnCloud-Daten einfach absagen. Prinzipiell bei der Installation, so wie es jetzt
reinkommt in das Debian, ist es so, dass dieses Verzeichnis ausgenommen ist. Aber wie gesagt, wenn man so noch andere Dinge auf dem Apache selber konfiguriert und dann da vielleicht was kaputt macht, könnte das sehr leicht passieren, dass man dann mehr nach außen freigibt, als was man eigentlich wollte. Dann natürlich die Empfehlung von OnCloud selbst, SSL verwenden. Und dann gibt es auch einen Schritt weiter, sogenannte Strict Transport Security. Nur als Stichwort jetzt, wie gesagt, steht alles in der Dokumentation. Da ist noch einmal alle Links zusammengefasst. Also oben, wie ihr das VirtualBox-Image runterladen könnt. Und dann halt ein paar Einstiegspunkte von der offiziellen OnCloud-Dokumentation. Also prinzipiell gibt es halt einen User-Guide, einen Admin-Guide. Und wenn man halt das erste Mal installiert, wird man halt eher beim Admin-Manual anfangen. Und dann, wenn es um das Verwenden geht oder wie du dann jetzt zum Beispiel Thunderbird oder Contact synchronisierst, das ist dann eher im User-Manual zu finden. Und das, was ich da jetzt gemacht habe, sind jetzt nicht die gleichen Screenshots, aber du findest ähnliche Screenshots auch in der offiziellen Dokumentation. Also das ist jetzt nicht viel Magie dahinter, sondern es ist eh offiziell auch noch einmal alles dokumentiert. Dann bedanke ich einmal für eure Aufmerksamkeit und bitte um Fragen. Ups, nicht gut. Weiß ich nicht. Müsstest im Admin-Guide nachlesen, ob man das irgendwie so konfigurieren kann, dass er zum Beispiel dann über PAM oder LDAP oder was auch immer läuft. Also ich vermute mal, irgendwas mit LDAP wird sicher gehen, weil ja OnCloud jetzt nicht nur für Privatbenutzung gedacht ist, sondern auch durchaus es Firmenkunden gibt, die das einsetzen. Und dann ist es üblicherweise auch naheliegend, dass man da auch einen LDAP-Server hat, wo dann die Benutzer eingerichtet sind. Also ich behaupte ja mal, es geht, aber ich habe es selbst noch nie gemacht. Entschuldigung, ich sollte die Frage vielleicht noch wiederholen fürs Mikrofon, dass es dann auf der Aufnahme auch drauf ist. Also die erste Frage war, ob man auch den Linux Shell User verwenden kann und dass man mit dem User gleich verwendet. Antwort habe ich schon gesagt. Die zweite Frage war, Aufmerksamkeit. Also ob OnCloud die User, die man selbst anlegt, in der OnCloud-Datenbank speichert, also ich vermute ja, dass es irgendwo in der MySQL-Datenbank halt eine Users-Tabelle gibt, wo das alles gespeichert ist. Muss ich aber auch gestehen, habe ich nicht nachgeschaut. Also ich habe das selbst jetzt eigentlich auch nur als Anwenderperspektive beobachtet und betreibe es auch so. Ich habe jetzt nicht in die Motorhaube reingeschaut und habe nachgeschaut, wo jetzt wirklich alles genau liegt. Ne? Okay, bitte. Er hat die Antwort auf beide Fragen. Gut, also Bestätigung war noch einmal, die User werden in der Datenbank gespeichert und LDAP funktioniert. Okay, bitte. Die Frage war, gibt es Versionsverwaltung für Dokumente? Keine Ahnung, muss ich gestehen. Können wir mal reinschauen. Also du meinst da Confluence-Lag oder Wiki-mäßig oder wie? Ja. Textfile. Okay, es gibt einen Online-Editor scheinbar. Dann. Also schaut jetzt nicht so aus, aber ich auf die Pünktchen. Details. Also es könnte sein. No other versions available. Also theoretisch geht's. stimmt. Genau. Also der macht sie mal auf. Details. Versions a minute ago, okay. Dann schreiben wir noch was rein. Fine.
ist. Dum, 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 dum. Nee. Versions, ja, okay. Es scheint so eine Art Versionsverwaltung mitzumachen, ja. Ja. Wie gesagt, habe ich selber noch nicht verwendet, aber prinzipiell ja. Also so wie es das vom Google Drive vielleicht kennst, dass du sagst, du hast, keine Ahnung, 17 Dateien und eine möchte ich via Link irgendwie freigeben. Ja, das geht definitiv. Also verwendet habe ich selber noch nicht, aber du kannst auch bei jeder Datei sagen, generiere einen Link, den kannst du dann halt per E-Mail jemand anderen schicken und der kann dann über den Link auf diese Datei zugreifen. Setzt natürlich voraus, dass dein OnCloud öffentlich zugänglich ist. Okay, ich bekomme das Endemarkerl. Wie gesagt, wer sonst noch Fragen hat, kann gerne beim Infonova-Stand vorne beim Empfang vorbeikommen. Ich muss jetzt eh schon zusammenpacken, weil der Karl, also mein Kollege, hat gleich anschließend nach mir seinen Vortrag, dass wir da eine Übergabe noch machen und dass jemand immer wieder beim Stand ist. Dankeschön.